Wildschwein. Nicht gut, ich brauche Munition. Ja, brauchst du nicht gleich ausflippen. Ich hätte gerne meine Pfeile immer wieder zurück. Holz. Plusblütenblatt. Was machen diese Osseram hier draußen? Los, schnell ausweiden, bevor die Wühler kommen. Hallo, wer seid ihr? Oh, der Dornrücken will sie angreifen. Genau richtig, Nora. Geht lieber zurück nach Kettenkratz, bevor noch was passiert. Nicht bei der ganzen Beute, die hier liegt. Na los, Leute. Das ist hier zu gefährlich für euch. Diese Maschinen sind echt gute Beute. Und alles für uns. Ich bin gespannt, dass wir ja auch direkt mit Säure anfangen. Das war ja im Horizon Zero Dawn überhaupt nicht so. Der Steinbruch, den Todes meinte. Und er ist voller Dornrücken. Volltreffer. Eine Maschine weniger. Stufe 4 erreicht. Weniger. Ah. Alter. Was? Noch einer weniger. Ich will immer auf Tab drücken, ey. Ich hab nicht mehr viel. Feuerdornrücken ist ein anderer. Ich denke mal, den müssten wir mit Feuer beschießen. Fahr. Ah, er war nicht mehr im Radius. Ich mach dich. Ha, ha.
So. Sah schon ein bisschen aus wie ein Profi. Gute Idee. Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Die Pfeife. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alrond nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alrond so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Ich muss gehen. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Ich dachte gerade schon, von hinten kommt wieder so ein Drohren angestürmt. Die Taldurchquerung müsste sicher sein. Ich überbringe Wardis die gute Nachricht. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Jetzt schon? Bin aber noch nicht so weit. Man merkt vielleicht auch schon, die Spiele Forbidden West ein bisschen anders als die Verdorn. Ich verschwende die Schnellreisepakete zum Beispiel nicht. Ich hatte ja schon gesagt, ich werde jetzt viel mehr mitnehmen als bei Sibodorn. Aussichtspunkt Turm. Komme ich denn da jetzt hoch? Das wird nichts. Vielleicht kommt das noch. Folge. Ach so, das ist nix. Nee, doch eine optionale Mission. Weil da jemand drunter ist. Sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wardis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden.
Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst... Lass ich keinen auf mich drauffallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen. Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's gut, Aloy.